Ja, es geziemt sich nicht für einen Bruder und für eine Schwester, dass sie schmutzige Wörter benutzen. Ich werde keine Wörter erwähnen. Jeder von euch kennt die schmutzigen Wörter. Ein Gläubiger, ein Gutes tun, da von ihm kommt nur Honig heraus aus dem Mund. Nur Gutes. Gute Wörter. Wörter, die dir Freude in deinem Herzen verschaffen. Und du beleidigst nicht eine Person. Schaut mal, manche haben schon Freundschaften, wallahi, die haben sich aneinander gewöhnt. Er sagt ihnen, ja, Hamar. Er sagt ihnen, ja, Hayawan. Ja. Wie eine Frau, die sagte zu ihrem Mann, Behibbak, ja, Hamar. Ich liebe dich, du Esel.